In der Schweiz sind Sie extrem stark gewachsen. Welche Faktoren haben dieses Wachstum begünstigt? In der Schweiz sind wir mit 19% gewachsen, so eine sehr gute Leistung. Dann natürlich eine sehr gesunde Ökonomie in der Schweiz, aber auch unsere eigene Leistung ist sehr gut. Seit mehr als 2 Jahren haben wir unser Schweizer Geschäft völlig transformiert. Neue Organisation, neue Leadership. Wir haben unsere sogenannte Segmentierung eingeführt, ein neues kommerzielles System. Und wir sehen jetzt, dass wir sehr erfolgreich sind. Ist dieser Transformationsprozess jetzt abgeschlossen oder sind weitere Maßnahmen geplant? Unsere Transformation ist abgeschlossen und jetzt sehen wir die Ergebnisse davon. Wir haben auch ein sehr gutes Wachstum in die Uhrenindustrie gehabt, in Automotive, aber auch in die Finanzbranche und Retailhandel hat sehr, sehr gut performiert. Eine sehr gute Leistung in der Schweiz. Auch in Europa ist Adecco gewachsen, jedoch mit gedrosseltem Tempo. Geht der Konjunktur in Europa etwas die Luft aus? Wir haben ein geringeres Wachstum in Europa gehabt, aber dieses Wachstum bleibt sehr gesund. 8% Wachstum in Frankreich, 10% Wachstum in Italien, 19% Wachstum in der Schweiz. So sehr gesund Wachstum, aber leichter Wachstum. Auf der anderen Seite haben wir in Amerika für das erste Mal seit zweitem Quartal 2015 ein positive Wachstum, 3% Wachstum und wir sind davon sehr zufrieden, weil das gibt uns ein balanciertes Wachstum zwischen Amerika, Europa und Asien. Der Start ins dritte Quartal verlief ähnlich wie das zweite geendet hat. Wo läuft es schlecht, wo gut? Trend von zweitem Quartal geht weiter in dritte Quartal. 4% Wachstum im zweiten Quartal. Wir sehen auch Anfang Juli und dann zusammen mit Juni 4% Wachstum. Das bleibt wie gehabt. Keine große Änderung.